Die Grünen sorgen gerade für mächtigen Wirbel mit ihren Wahlkampfthemen. Im Fokus steht nun der Benzinpreis. Die Ökopartei will diesen um 16 Cent anheben. Kritik dazu hagelt es fraktionsübergreifend von den Linken bis zur FDP. Linken-Fraktionsvorsitzende Amira Mohammed Ali sagte, das würde vor allem kleine Einkommen treffen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz zeigte kein Verständnis dafür, weiter an der Spritpreisschraube zu drehen. Auch Verkehrsminister Scheuer von der CSU mahnte an, dass Mobilität ein sozialer Aspekt sei. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock würde auch ein Tempolimit von 130 auf die Agenda setzen, wenn sie gewählt würde. Möglicherweise sind Vorstöße wie diese mit ein Grund für den Abwärtstrend nach dem jüngsten Umfragehoch.